Ja, hallihallo, meine lieben Schleimfreunde. Heute gibt es was ganz Besonderes, denn wir machen heute Schleim nicht so, sondern so. Ich habe mir Alien-Hände bestellt. Ich habe gedacht, wenn die Alien-Hände bei euch so gut ankommen, heben wir das Ganze doch mal auf ein neues Niveau und machen heute Schleim mit Alien-Händen. So. Dazu nehmen wir wie immer eine Schüssel, in die wir Bastelkleber mit PVA reinfüllen. Also hier in diesem Finger sind zwei Finger, in diesem Finger sind auch zwei, hier ist der Daumen drin. Also es ist schon ein bisschen eine andere Gewöhnung, wenn vielleicht auch nicht ganz so schwer wie mit den Mini-Händen. Gucken wir mal, wie es beim Kneten wird. So, ich habe mich auch noch nicht wirklich entschieden, was ich machen möchte. Das kommt mir jetzt in einem Alien-Anfall, in einem Kreativ-Alien-Anfall, kommt mir das jetzt. Nee, zumachen. Genau wie bei den Mini-Händen später. So, haben wir unseren Kleber. Wir können mal ein bisschen Handseife hinzugeben. Auch ganz wichtig, so Aliens, dass die auf die Hygiene ihrer großen Hände achten. Durch Handseife wird das Ganze ja schön fluffig. Und ich finde, Farbe sollte auf jeden Fall, also irgendwie sowas Alienhaftes, Grün-Blaues oder so. Ich guck mal, was ich für Farben habe. Ja, ich habe mich hier für zwei Blautöne entschieden. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Kann ich das so... Du hast null Kraft mit diesen blöden Händen. So, zack, 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 rein da. Zumachen ist später angesagt. Eigentlich wollte ich ja jetzt noch hier diese Lebensmittelfarbe nehmen, die immer wie die Sau schmiert. Aber pff, das sind ja Alien-Hände, ne? Ist ja egal. Oh, ich habe sogar gut hinbekommen. Die geben wir mit einem Zahnstocher jetzt da rein. Ja, super. Ja, lassen wir es so. Besser wird es nicht mehr. Ich finde, ein kleines bisschen Duschgel kann auch noch da rein. Auch noch für die schöne Konsistenz. Und definitiv muss ein bisschen Bilou-Schaum da rein. Also ich finde Aliens und Bilou, das ist eine schöne eine schöne Mischung. Sollte unbedingt in den Schleim rein, dann wird es auch schön fluffig. Deswegen kommt da erstmal gar nichts raus hier. Überhaupt keine Kraft. So, fluff, fluff, fluffi, fluff. Ah! Boah, ich fühle mich, als hätte ich einen Zehnkampf gewonnen oder so. Nee, nicht gewonnen. Gemacht. Teilgenommen, so sagt man das. Gut, dann vermischen wir das Ganze jetzt mal. Aber es ist fast ein bisschen zu blau für Alien-Hände. Was meint ihr? Sieht so babyblau aus. Ich tue da noch ein bisschen Grün oder so rein. Mal gucken, ob diese Farbe aufmachen mit den Händen einfacher geht als mit den Alien-Händen. Ich habe zumindest ja mal hier einen Daumen, ne? Ha! So, jetzt gehen wir davon ordentlich rein. Guck mal, die kann ich sogar zumachen, vernünftig weglegen. Läuft bei mir! Ich habe gedacht, ein Spritzer Lila. 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 Meine Güte. Der ist total verklebt von dem letzten Mini-Hände-Video. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das mal hier. Scheiße, ich krieg's nicht mehr auf. Ja, liebe Kinder, das passiert, wenn man nie mal alles gleich sauber macht. Das hat hier alles verstopft. Na, tolle Wurst. Kommt überhaupt noch was raus? Ha! So, reicht auch schon. Ciao, danke! Ja, also jetzt ist doch schon mal, ne? So sehen Alien-Hände aus. Ich mix aber nochmal weiter. Nicht fehlen darf der Aktivator, heute mal in der Alien XXL-Version. Die ich den gemacht habe, verlinke ich euch hier. Da könnt ihr mal gucken, wie das geht. Ich hatte einfach vergessen, die kleine Pulle voll zu füllen. Ganz vorsichtig. Nicht zu viel! Durch den Rasierschaum, der da drin ist, bindet der ja immer schon ganz gut ab. Die Farbe ist so richtig geil Alien-mäßig. So, der Zeitpunkt ist gekommen, dass der Schleim so weit aktiviert ist, wie man es mit dem Rührlöffel machen kann. Und jetzt kommt der Moment, wo wir alle drauf gewartet haben. Ich gehe mit den Alien-Händen hier in den Schleim und versuche, dass man... Oh, das... Ich weiß auch gar nicht, die sind aus Silikon, ne? Geht das jetzt die ewige Verbindung ein oder...
Ich habe auch so null Gefühl da drin. So null. Das geht überhaupt nicht. Das Alien-Hände sind nicht dafür gemacht, Schleim zu kneten. Ich habe null Gefühl, wirklich null Gefühl da drin. Man hört sich schon mal gut an, ne? Fluffy ist er auf jeden Fall. Ah, hier, guck mal. Ah, doch, doch. Jetzt mal hier die Alien-Hände sauber machen, dass sie nicht nach dem ersten Video schon so aussehen wie die anderen. Also so schlecht ist er nicht geworden, oder? Was sagt ihr? Schreibt mir doch sehr gerne auch mal in die Kommentare, was ich sonst noch machen kann mit den Alien-Händen für Schleims, was ihr sehen wollt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.